Vielen Dank, Frau Bonnefoy. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte meinen Vortrag mit einem Hinweis auf ein Werk eines Künstlers eröffnen, der hier in Basel geboren wurde. Das Bildmotiv der Toteninsel, von welchem Arnold Böcklin 5 Fassungen anfertigte, entstand im Jahre 1880, als die jungverwitwete Marie Berner ihn beauftragte, ein Bild zum Träumen zu malen. Die dritte Version wurde für den Kunsthändler Fritz Gurlitt gemalt, gelangte 1936 in den Besitz von Adolf Hitler und hing im November 1940 in der neuen Reichskanzlei, als Hitler dort den russischen Außenminister Molotow empfing. Böcklin zählt zu den Lieblingskünstlern Hitlers. Eine Zeichnung Böcklins soll die erste Kunsterwerbung Hitlers gewesen sein. Sicher ist, dass Hitler mehrere Böcklins ankaufte. In der Bilddatenbank des Deutschen Historischen Museums zum Sonderauftrag Linz sind 13 Werke Böcklins eingetragen. Welche Motive machten seine Malerei für die Nationalsozialisten besonders ansprechend? Nur irrtümlich würde man davon ausgehen, dass dabei die nordisch gedeutete Seelenlandschaft in Verbindung mit dem NSDAP-Totenkult die größte Rolle spielte. Das, was die Attraktivität eines Böcklins ausmachte, war eigentlich die fotografische Eigenart seiner Malerei. Eben aufgrund dieser Eigenart, die 1906 Josef August Lux veranlasste, einen Artikel über das baukünstlerische Schaffen Böcklins zu veröffentlichen, hat Böcklin großes Lob, aber auch große Kritik erhalten. Lux bezeichnete Böcklin als einen imaginären Architekt und schätzte seinen Protest gegen den herrschenden Schematismus und Ideenmangel in den allgemeinen baulichen Gestaltungen. Um die Jahrhundertwende waren die Böcklin-Ausstellungen sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland Sensationen. Die Ausstellung in Basel verbuchte 28.000 Besucher, in Berlin 60.000. Böcklin feierte Böcklin als ein Wunder und Wohltäter der Menschheit. Nicht nur im intellektuellen Kreis erfreute sich Böcklin eines enormen Erfolgs. Seine Bilder eigneten sich viel zu gut für den Massenkonsum, wie zum Beispiel der Markt der Ansichtskarten belegt. Angesichts dieser Euphorie nahm Julius Meyer-Graefe 1905 eine radikale Gegenposition. Der Vorkämpfer des Impressionismus hob den populären Charakter der Bilder Böcklins hervor, sprach ihnen jeglichen höheren Kunstwert ab und beurteilte die Empfindung der bejubelten Kritiker als unsachlich. Böcklin sei ein Theaterkünstler, der eine Kulissenwirkung erweckt. In einer sehr interessanten Fußnote fordert Meyer-Graefe seine Gegner dazu auf, die Gemälde Böcklins im Original und nicht durch fotografische Reproduktionen zu prüfen. Nicht mit Fotografien kontrollieren, nachdem sich der Brauch immer mehr eingebürgert, ein Bild auf dem bequemen Wege der Reproduktion zu genießen, kann auf diese fehlerhafte Schätzung Böcklins, der sich ganz besonders des Wohlwollens der Fotografieliebhaber erfreut, nicht dringend genug hingewiesen werden. Zitat Ende. Dieses Urteil kündigt nicht nur die kritische Theorie der Frankfurter Schule an, sondern auch die führenden Auslegungen und des Verhältnisses zwischen Kunst und Lichtbild im Nationalsozialismus, wie sich solche Theorien in den 70er Jahren auswiesen. Bertolt Hinz bemerkte zum Beispiel 1979, wie die in der nationalsozialistischen Fachpresse reproduzierten Bilder an Präzision gewannen, eine Präzision, die die originalen Kunstwerke nicht unbedingt besaßen. Der Grund, weshalb die Nationalsozialisten die Kunst Böcklins ansprechend fanden, liegt in der Tatsache, dass sie für eine fotografisch vermittelte Popularisierung geeignet war.
Das bringt wiederum mit sich, dass der Nationalismus zwar die Fotografie verinnerlichte, weder aber als autonome Kunst noch als Dokumentation der Kunst, sondern als visuelles Organ einer Kunstindustrie, wo Kunstwerke hauptsächlich als Sujet von Fotografien zu dienen hatten. Das Regime bedurfte, mehr als seiner eigenen Ästhetik, einer industriell herstellbaren und reproduzierbaren Kunst. In der Dialektik der Aufklärung vertraten Max Horkheimer und Theodor Adorno die These, dass das Projekt der Moderne daran gescheitert sei, dass das instrumentelle Denken dem Mythos jegliche aufklärerische Funktion absprechen wollte. Die Fotografie als Produkt der modernen Technik und als angeblicher Produzent von Objektivität verkörpert die vergebliche Absicht der modernen Vernunft, den Mythos wegzuschaffen. Ist die nationalsozialistische Volksaufklärung, die ganz offensichtlich auf den Mythos zurückgreift, der Höhe- oder der Wendepunkt der modernen Aufklärung? Wird eine ähnliche Dialektik auch bei den Kunstutopien fällig, die in den 30er Jahren mit Bezug auf das Medium Fotografie entstanden waren? Viel mehr als Politiker, bekanntlich, verstand sich Hitler als Künstler. Vielleicht noch genauer könnte man sagen, er habe sich als Architekt verstanden, da sich das Wort Architektur aus Arche und Techne zusammensetzt, also als erster Künstler des Reiches. Die Literatur zu diesem Themenkomplex ist uferlos und vergeblich würde ich versuchen, sie hier zusammenzufassen. Stattdessen sei hier auf wenige, aber vielsagende Passage einer Rede Hitlers auf dem Parteitag 1937 verwiesen. Niemals wurden in der deutschen Geschichte größere und edlere Bauwerke geplant, begonnen und ausgeführt als in unserer Zeit, so Hitler. Interessant hier die Akzentgebung auf die Reihenfolge. Geplant, begonnen und ausgeführt, um die Vorstellung zu erwecken, die Architekten des Regimes natürlich das ausführen, was sie auch geplant haben. Zweites Zitat: Je größer die Anforderungen des heutigen Staates an seine Bürger sind, umso gewaltiger muss der Staat auch seinem Bürger erscheinen. In dieser Aussage wird der Antirationalismus Hitlers noch mehr betont. Schon zu diesem Zeitpunkt, noch vor dem Kriege, wird die Notwendigkeit durchgeblickt, die bautechnischen Grenzen der Architektur ins Irrationale zu sprengen. Hitler fährt fort mit einer unmissverständlichen Erklärung seiner bisherigen und künftigen Ziele bei der Ausnutzung der von der Baupflicht befreiten Architektur. Zitat: Diese große monumentale Betonung der Gemeinschaft hat mitgeholfen, eine Autorität aufzurichten. Die gewaltigen Bauwerken werden psychologisch die Bürger unseres Volkes mit einem unendlichen Selbstbewusstsein erfüllen, nämlich dem, Deutsche zu sein. Die ausgewählten Zitate lassen folgern, dass die von Hitler gemeinte Baukunst eher eine Architekturrhetorik war, die dazu diente, den Führerkult zu vermitteln und die Verbindung zwischen Führer und Volk in einem ideellen Gebäude zu verorten. Angesichts dieser rhetorischen Auffassung der Rolle der Architektur sollte nicht überraschen, dass das meiste nie gebaut und kaum zu baureifen Entwurf gebracht wurde und dass in dem viel gerühmten Bereich Kunst vergleichsweise sogar noch weniger gebaut wurde. Stimmt es, dass kriegsrelevante Sektoren bevorzugt wurden? Im Wesentlichen aber liegt dieser Baumangel daran, dass genau der für die Selbstrepräsentation wichtigste Bausektor auf eine andere Ebene versetzt werden musste, und zwar auf das Plateau des Imaginaires. Ich zitiere von Page 1976: Die Flucht in Mythos und Kult ermöglichte es dem Nationalsozialismus, eine Auseinandersetzung mit der Realität zu vermeiden und machte den faschistischen Staat durch die Verleihung metaphysischer Weihe
unangreifbar. Zitat Ende. Für das sogenannte Führermuseum in Linz wird diese Strategie der unangreifbaren Mythologisierung durch die gezielte Berufung auf das Fotografische zugespitzt angewendet. Gleich nach Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich setzte das Ausbauprogramm zu Groß-Linz ein. Hitler hat zunächst am 15. März 1939 Roderich Fick mit der Umgestaltung Linz beauftragt. 1941 übertrug Hitler alle monumentalen Linzer Bauvorhaben an Hermann Giesler, der das hier abgebildete Modell bis in die letzten Kriegstage erarbeitete. In diesem Zeitraum wurde von all den geplanten nur eine Brücke gebaut. Das Museum wurde nicht einmal angefangen. Daher die grundlegende Rolle der Öffentlichkeitsarbeit, die Heinrich Hoffmann maßgeblich bestimmte. Hoffmann war nicht nur der Leibfotograf Hitlers, der regelmäßig Fotobände wie das Antlitz des Führers herausgab. In diesem Foto von 1934 blättert Hitler ein Architekturbuch durch. Hoffmann war unter anderem auch Verleger von Kunst dem Volk, einer Kunstzeitschrift, welche die sensationelle Auflage von 25.000 Stück erreichen konnte. Besonders interessant von dieser Zeitschrift sind die jährlichen Sonderhefte, die Hoffmann zum Geburtstag Hitlers herausgab. In dem Sonderheft vom 20. April 1943 lobte Hoffmann das grandiose Projekt des Führermuseums in Linz und die dazu vorgenommenen sensationellen Erwerbungen. Trotz des Krieges werden, Zitat, in unermüdlicher Arbeit die genialen Planungen des Führers weitergeführt. Selbst dem Fachmann stehe offensichtlich die Frage gegenüber, wie solch ein Vorhaben kurzerhand verwirklicht werden könne. Zitat Ende. Wie konnte Hitler die in dieser Zeitschrift so reichlich abgebildeten Kunstwerke zusammentragen? In der Tat durch Vertreibung der Juden und systematische Plünderung ihres Vermögens. Hoffmann sieht das aber anders. Ich zitiere. Was bei den anderen Sammlungen erst in Jahrhunderten entstehen konnte, wird hier in wenigen Jahren von einem Mann vollbracht, dessen leidenschaftliche Liebe zur Kunst jede Schwierigkeit zu überwinden weiß. Diese apologetische Berichterstattung wird mehrfach mit Reproduktionen von Kunstwerken bebildert, die heute die neutrale Bezeichnung neuer Werbungen sicherlich nicht erraten würden. Hoffmann fungierte überdies auch als Kunstberater. Die meisten Werke, die Hitler vor dem Sonderauftrag Linz auf dem Markt kaufte, erfolgte nach Empfehlung Hoffmanns, welcher ihm die einzukaufenden Gemälde per Brief mit beigefügtem Foto zeigte. Fotos von Kunstwerken waren aber nicht nur bei den Einkäufen als Illustration gängig, sondern auch und vor allem bei der Einordnung der beschlagnahmten Kunstwerke. Es ist durchaus bezeichnend, dass für die Verwaltung des Bilder- und Fotoarchives ein Architekt herangezogen wurde. Hans Rieger, der im Büro von Troost auch für die Errichtung des sogenannten Führerbaus tätig gewesen ist, wurde eben dort als Verwalter des Kunstdepots der Nazis eingestellt. Die von Rieger ab Ende 1938 vorgenommene Fotokatalogisierung ist in 17 Schwarz-Weiß-Negativfilmen überliefert. Manche dieser abgebildeten Werke sind dann im August 1940 von Hans Posse für die Galerie in Linz ausgewählt worden. Vom Weihnachten 1940 bis November 1944 ließen außerdem Posse und der Nachfolger Hermann Voss 31 Fotoalben anfertigen. Diese waren hauptsächlich als Geschenk für Hitler konzipiert.
Ähnliche Kunstfotoalben wurden auch für Raubkunst aus anderen Gebieten angefertigt. Dieses Übermaß an Fotomaterial liefert mehr als eine bedeutende Dokumentation über die fortlaufende Gestaltung des sogenannten Führermuseums. Wenn ich hier das Wort Dokumentation benutze, so nicht ohne kritischen Vorbehalt. Die Fotografie hatte im Nationalsozialismus nicht die Funktion einer objektiven Reportage, sondern immer einer Lenkung der öffentlichen Meinung und, wie ich heute betonen wollte, einer der Propaganda vorausgesetzten Selbstbeeinflussung. In der Tat diente die Fotografie sowohl als angebliche Dokumentation als auch als angenommene Lichtbildkunst nur der nachträglichen Bestätigung ästhetischer Kanons und dem Erwecken massenpsychologischer Gefühle von Aneignung geplünderter Kunstwerke. Die Museumspläne Hitlers benötigten viel mehr als die bauliche Ausführung eine fotografische bzw. filmische Darstellung. Im Wort aus Stein, den ich hier im Hintergrund laufen lasse, werden zum Beispiel kommentar- und bedenkenlos Gebautes, Geplantes und Fantasiertes vermischt gezeigt. Nur im Foto, Presse und Film, also nur in der massenmedialen Ausführungsform der technischen Reproduzierbarkeit, waren die Kunstpläne Hitlers realisierbar. In diesem Sinne darf von einem imaginären Museum die Rede sein. Wie ich abschließend festhalten möchte, enthält die dystopische Ausführung der Vision eines Musée imaginaire einige Elemente, die das so geplante Führermuseum mit den sogenannten Universalmuseen gemeinsam hat. Als Malraux 1947 für das erste Mal für seine Theorie den Ausdruck Musée imaginaire benutzt, schließt er eigentlich eine gedankliche Entwicklung, die sich bereits 1936 eindeutig zeigte. Laut Malraux, die Entstehung der modernen Museen stellt eine neue Beziehung zwischen Kunst und Kunstbeschauer her. Vor dem Museum gestalteten die Kunstwerke ein heiliges Universum. Erst im Museum werden traditionsgebundene Objekte zu Kunstwerken. Götter werden zu Statuen, Träume zu Bildern, so Malraux. Diese Kunstwerke werden dann durch die Fotografie zu miteinander vergleichbaren Abbildungen, Teilen eines interkorrelierten Systems, das über die Grenzen der Museen und der Nationen hinausreicht. Hatte das Museum bestimmte Kulturgegenstände aus ihren eigenen Entstehungsorten entrissen, setzt dann die Fotografie diesen Abstraktionsprozess fort. In dieser Intellektualisierung sieht Malraux ein Befreiungspotenzial, weil die Kunst weder im Dienst der Religion sein noch im Dienst einer musealen Institution bleiben muss. Eben dieses Befreiungspotenzial wird dennoch von den Nationalsozialisten zu einer Einschränkung umgedeutet. Laut Malraux habe die Fotografie durch die Vermehrung stilistischer Richtungen eine neue Wertordnung durchgesetzt, die ältere italienbezogene Ästhetik überholt. Die nationalsozialistische Kunstgeschichte pocht jedoch dezidiert auf die Wiederherstellung einer nationalen Dichotomie, nicht mehr Italien, nicht Italien, sondern Deutsch, nicht Deutsch. Und das gerade aufgrund der strukturellen Möglichkeiten des imaginären Museums. Genau dort, wo Malraux von der Kunst gegen alle Nationalismen träumt, wie von einer Art von Kompensation für die entsakralisierte Zivilisation, benutzt Hitler die Kunst im Rahmen seines imaginären Museums mit der gegenteiligten Absicht, die deutsche Kultur universalistisch zu behaupten. Dass in diesem Sinne der Nationalsozialismus nachhaltige Elemente der Modernisierung aufweist, ist dadurch bestätigt, dass das imaginäre Museum Hitlers ähnliche universalistische Vorrechte beanspruchte, wie diejenigen Vorrechte,
die noch im Jahre 2002 in der Declaration of Importance and Value of Universal Museums fortgesetzt wurden. Gemäß dieser Erklärung seien manche westliche Museen gerade in ihrer selbst zuerkannten Eigenschaft als Universalmuseen nicht unbedingt verpflichtet, die in der Vergangenheit unrechtmäßig eingezogenen Objekte zurückzustellen. Im Endeffekt, und somit komme ich zu meinem Schluss, wird im Falle eines Universalmuseums, wie auch im Falle des sogenannten Führermuseums, ein Paradox dadurch ersichtlich, dass eine an eine Nation gebundene Institution aufgrund einer Berufung auf angebliche Universalien ihre eigenen Interessen und Werte über die Interessenlage und Wertigkeiten stellt, die von anderen Institutionen aus anderen Regionen reklamiert werden könnten. Vielen Dank.